Also, wir fangen ganz einfach an. Rechte Hand, einhändig vorne durch, hin und zurück. Und versuchen immer den Kopf oben zu behalten. Zwischen 15 und 20 Dribbles oder so, je nachdem. Wenn ihr das habt, Seitenwechsel. Das gleiche auf der Seite. Und dann das gleiche auf der anderen Seite. Dann machen wir weiter. Wir machen das nachher alles nachher in Bewegung. Aber wir machen zuerst mal alles im Start, um die Bewegung ein bisschen reinbekommen. Gleich um Hand mit Eye-Stripping fest und dann das gleiche auf die andere Seite. Double Crossover. Gleiche wie 15 bis 20 wieder. Dann das gleiche auf der anderen Seite natürlich. Ich mache jetzt wahrscheinlich nie 20. Aber für euch sollte es schon mindestens so viel sein. Wir versuchen immer den Kopf oben zu behalten, so gut es geht. Dann machen wir das gleiche zwischen den Beinen, genau das gleiche, was wir jetzt gemacht haben. Einfach, wie gesagt, versuchen den Double Crossover zwischen den Beinen zu machen. Kein Stripling hinten, sondern Dribbling sind wir vorne. Das heisst, es geht dann einfach so aus, ein Dribbling da, sogenanntes Control Dribbling da, wenn wir da machen. Und dann gehen wir wieder zurück und versuchen den Körper auch ein bisschen mitzubewegen. Gleiche Anzahl, 15 bis 20 machen. Dann switch from sides. So, der letzte ist natürlich klar, machen wir das gleich noch hinter dem Rücken durch. Könnt aber auch zuerst ein bisschen einfacher anfangen, beziehungsweise macht immer Eis-Dribbling, Eis-Control-Dribbling, bla bla. Ein Stripping auf der Seite, Control auf die andere Seite. Ganz einfach. Immer leicht mitschieben mit dem Körper. Wenn ihr die gemacht habt, machen wir das gleiche wie vorher. Zweimal mit dem Control Dribbling, eins oder zwei, wie viele ihr immer braucht. Wichtig ist, den Ball unter Kontrolle zu haben. Dann den Seitenwechsel natürlich auch wieder. Nein, nein, kein Instagram. Nein. So, das wären mal die ersten für im Stehen. Als nächstes müssen wir eine Diego machen, wo wir uns ein bisschen bewegen. Also wir machen jetzt die gleiche Sache in der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, versuchen da auch weiterhin möglichst viel Rhythmus drin zu haben. Es muss noch nicht sehr schnell sein, es geht darum, ein gutes Feeling für den Ball zu bekommen. Das heisst, wir angefangen mit denen vorne durch, das heisst, wir versuchen immer in Bewegung zu sein und die Dribblings vorne zu machen. Gehen wir bis zur Mitte ungefähr, dann machen wir das gleiche rückwärts. Versuchen immer den Kopf oben zu haben, gutes Handling am Ball. Wenn ihr es etwas schneller machen könnt, machen wir es schneller. Hoppa. Seitenwechsel. So, dann gehen wir in den nächsten. Ist gleich auf der Seite. Versuchen wir möglichst fließend für vorwärts rückwärts zu laufen. Nicht zu grosse Schritte zu machen. Und gehen vorwärts und gehen rückwärts. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite.
So, jetzt als nächstes probieren wir ein bisschen etwas, um das Ganze zu kombinieren, aber auch in einer Vorwärtsbewegung. Heisst, was wir wollen ist, jeweils einen auf der Seite, einen vorne, dann wechseln wir die Seite und machen es gleich auf der anderen Seite. Ich mache es mal kurz im Stehen und nachher das Ganze noch im Laufen. Das heisst nochmal, im Stehen sieht das so aus, wir haben eins auf der Seite, dann gehen wir vorne, machen eins vorne, es gibt einen Crossover und Handwechsel, das gleiche auf der anderen Seite und gehen nachher das. Ob es eins oder zwei ist, ist nicht so wichtig, einfach mindestens eins von jedem, bevor wir zum nächsten gehen. Das sieht im Stehen so ungefähr aus. Und wenn ihr das könnt, im Stehen, dann versucht ihr, vorwärts rückwärts das Ganze zu machen. Sieht ungefähr so aus. Hopp, hopp. Wichtig ist auch da, kleine Schritte zu machen, nicht zu große Schritte zu machen. Viel Rhythmus drin zu bekommen. Simpel. Es muss nicht schnell sein, es muss richtig sein. So, und wenn ihr das gemacht habt, werfen wir 5 Freiwürfe, wenn ihr könnt. Als nächstes machen wir weiter, es bleibt alles in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Oder zumindest, nein, wir machen jetzt alles mal vorwärts zuerst. Dann machen wir ein paar die ganz einfachen Crossover üben, vorne durch zwischen den beiden Hinterbrücken. Zuerst einzeln und dann bauen wir sie ein bisschen zusammenbauen. Auch da, wichtig, es muss nicht zu schnell sein am Anfang. Es muss lieber richtig sein, gute Ballkontrolle. Dann probieren wir das mal zuerst zu zippen. Wir fangen einfach wieder an. Also was wir machen sind Front Crossovers und wir versuchen viele kleine Schritte zu machen wieder und gehen so vorwärts. Wir kehren uns, wir machen alles vorwärts im Moment. Als nächstes machen wir die gleiche Crossover, aber wir haben immer ein Dribbling noch auf der Seite. Und versuchen gleich weiterhin viele kleine Schritte mit den Füßen zu machen und hin und her zu gehen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das heisst, das gleiche machen wir rückwärts. So. Jetzt probieren wir schon den nächsten, beziehungsweise zwischen den beiden. Machen wir alles immer mit dem Control Dribble an der Seite. Sieht dann ungefähr so aus. Ihr dribbelt. Hoppa, nochmal. Ihr dribbelt. Zack. Control Dribble, zack. Und wie ihr seht, wichtig ist die Füße, dass die Füße immer aktiv bleiben und nicht nur die Hände arbeiten. Genau. Und der letzte im Trio machen wir natürlich auch noch, den hinter dem Rücken. Genau das gleiche Prinzip. Wir versuchen auch wieder viele kleine Schritte zu machen und immer einen Seitenwechsel zu machen. So, zack. Genau, und wir gehen zurück. Genau. Nachdem machen wir wieder eine kurze Pause, werfen wir wieder 5 Freiwürfe. Also, letzter Teil von dem Ganzen. Machen wir jetzt eigentlich genau das gleiche in einer Vorwärtsbewegung und versuchen einfach ein paar von diesen Crossovers miteinander zu verbinden. Wir haben immer noch die Füße, die sich versuchen, viel, so viel wie möglich zu bewegen und gleichzeitig ein paar simple Crossover-Kombinationen. Das heisst, wir fangen ganz einfach an. Wir gehen zwischen den Beinen, Front. Das ist alles, was wir als erstes machen. Immer zuerst links. Auf der einen Seite, das ist immer ein Double Cross und dann gehen wir rechts zurück, das sieht dann ungefähr so aus. Ihr kommt, Cross, upa. Das machen wir nochmal. Zack, zack, vorwärts. Zack, eins Dribbling auf der Seite. Und nochmal, hopp, 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 hopp. Jetzt machen wir genau das gleiche mit der rechten Hand zurück. Das war der erste. Wichtig ist da, dass wir immer auf der Seite das Dribbling haben.
Control Dribble. Theoretisch können Sie das mal auf dieser Seite weitergehen und nicht nochmal einen Crossover machen. Als zweites machen wir zweimal zwischen den Beinen. Sieht genau das gleiche Prinzip. Wir kommen, wir dribbeln, wir probieren es nochmal. Wir kommen, wir dribbeln, hopp, gehen vorwärts, zack, zack, wir bleiben schön tief. Hopp, hopp, ein Dribbling auf der Seite, hopp, hopp. Simple. Gleich auf der anderen Seite mit der rechten Hand. Opa, den machen wir nochmal. Es muss eine schöne Linie muss es geben. Also, nochmal das Ganze. Zeig. Genau, simple. Double between the legs. Jetzt haben wir noch eine mehr, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Und das ist genau das Gleiche mit between the legs, behind the back. Da versuchen wir weiterhin möglichst einen guten Rhythmus zu haben. Sieht dann irgendwie so aus. Kommt, zack, zack. Der war nicht so sauber gerade. Fangen wir nochmal an. Sieht dann ungefähr so aus. Ein Dribbling auf der Seite und wir gehen weiter. Immer ein Dribbling auf der Seite. Kontrollieren den Ball links und gehen weiter. Genau das gleiche rechts. Genau so. Und jetzt als letzte, was wir noch machen können, ist, dass wir einfach zweimal hinter dem Rücken machen. Auch das ist sehr wichtig, wie viele vielleicht wissen. Wir wollen weiterhin vorwärts gehen. Also versuchen wir den Crossover nicht gegen hinten zu machen, sondern weiter vorwärts zu bleiben. Sieht dann irgendwie so aus. Zack, zack, vorwärts bleiben. Heiß Dribbling, nächstes. Man muss gleich auf der anderen Seite zurück. Hoppa. Mach den nochmal. Wenn ihr das gemacht habt, wieder voll frei. Also wir fangen an mit ein paar einfachen Wurfübungen. Wo wir versuchen natürlich zuerst das Ganze einhändig zu machen, um Technik zu bekommen. Was wir zuerst wollen, ist eigentlich ein guter Grip am Ball. Das heisst, wir versuchen die Hand relativ gut aufrecht zu machen und wie ihr sicher auch schon gehört habt, da mit einem gewissen Raum dazwischen. Genau. Und dann als nächstes versuchen wir zweimal ungefähr einen rechten Winkel zu haben. Das heisst, mindestens da auf rechten Winkel zum Körper. Zweiter rechter Winkel da. Nachher ist das eigentlich relativ simpel. Wir sind auch mit den Füßen, was ganz wichtig ist, sind wir leicht vorne mit dem Shooting Foot, also der, der auf der Schulter ist, wo man wirft, sind wir leicht vorne verschoben. Und versuchen dann eigentlich einfach durch eine einfache Streckung vom Arm mit dem Zeigefinger, Mittelfinger maximal zu werfen und natürlich zu treffen. Machen wir das mal. Genau. Wow. Wir versuchen auch möglichst aus den Beinen zu kommen. Es sollte eine komplette Bewegung sein. Es sollte nicht nur aus den Armen kommen. Und genau, und versuchen dann auch möglichst viel rückwärts dran, sprich Höhe vom Wurf zu bekommen, möglichst eine schöne Flugkurve, dass dort dann genau so, dass dort dann die Chance zu treffen natürlich wesentlich erhöht. Und was er sehr gut macht, er wirft, wir sehen da, er kommt aus den Knien raus. Er kommt aus den Knien, das heisst, der Wurf oben wird wesentlich einfacher, wenn ihr aus den Beinen arbeitet, was auch die Chance zu treffen erhöht. Und was auch sehr wichtig ist, seine Fingerarbeit und der Ellbogen ist gerade. Die Finger gehen in den Korb rein. Der Ball fliegt sehr gerade auf den Korb. Die Chancen zu treffen sind sehr hoch. Genau so. Und wenn ihr das habt, versucht ihr am einfachsten, bevor ihr zur nächsten Position geht, mal dreimal zu treffen ohne Netz. Nur Netz, ohne Ring, Entschuldigung. Und dann könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann sonst noch auf die nächsten Positionen gehen. Das sind dann meistens 5 Positionen, die ihr könnt machen könnt. Machst du mal noch eine. Dann gehen wir nachher dort rüber. Genau. Und dann bleibt dort, weißt du, dann siehst du es von hinten. Du kannst auch näher, wie du willst, ist ja gleich. Der Fuß ist leicht vorne auf der Wurfschulter, das macht es einfacher für ihn zum Werfen, das gleiche, was wir vorher gesagt haben. Und wenn man jetzt sieht, wie er wirft, hat man gesehen, dass der Arm sich ganz gerade hoch bewegt. Genau, bravo. Und der Ball Richtung Kopf fliegt in einer geraden Linie, das ist das Wichtigste. Schön aus den Beinen alles. Mit Brett oder ohne Brett, sag mal, dahingestellt.
Genau, und das Wichtigste ist eine Bewegung. Die Bewegung fängt in den Füßen an und endet im Finger. Machen wir wieder das Gleiche. Entweder 7 Treffer oder 3 ohne Ring. Was auch immer für euch einfacher ist. Genau so. Sehr schön. Weiterhin Fuß vorne. Schön über den Zeigefinger werfen, Zeigefinger, Mittelfinger. Guter Grip am Ball, guter Grip am Ball, ganz wichtig, wenn ihr schnell schauen könnt, dass es da nicht so ist vom Daumen her, sondern guter Grip am Ball zu haben. Machst du mal noch einen. So, dann machen wir noch einen auf der anderen Seite, dass ihr das Ganze auch noch von vorne seht. Also als letztes versuchen wir noch die letzte Perspektive euch zu zeigen, von vorne, wie das ungefähr aussieht. Alles wieder gleich, die Füße sind schön, es kommt aus, fängt aus den Füßen an und endet im Finger. Ellbogen gerade, schön hochwerfen, genau. Genau, das Wichtigste ist auch wirklich auch, dass der Wurf aus den Beinen kommt und wir nicht nur aus den Armen werfen. Vor allem für den, wenn er nachher weiter weg geht, werfen. Und es dann nicht mehr so einfach ist, aus den Armen zu werfen. Man sieht auch, wenn man es richtig macht, ist die Trefferquote sehr hoch. Muss man noch einen direkt treffen. Genau, bravo. Wunderbar, sehr schön. Und noch einen. Wow. Perfekt. Also, als nächstes haben wir ein paar Ballhandling-Sachen, die in Bewegung sind. Eigentlich geht es auf dem Move, den wir vorher gemacht haben. Als erstes wird uns der Brani ganz einfach einen Crossover-Dribble machen da, vor dem ersten Defender. Ich muss mir vorstellen, der erste Defender wird irgendwo da meistens auf ihn warten. Er wird ihn angreifen. Er wird ganz einfach einen Front-Crossover machen, Richtung zweiten Döckel gehen und dort ein sogenanntes In-and-Out machen. Kannst du mal zeigen? Ein In-and-Out, zack, genau, schön gemacht. Ein Dribbling mehr und Layup. Das ist eigentlich so die erste Bewegung, die wir wollen. Zwei, drei Sachen vielleicht, die wir können, anschauen, was sehr wichtig ist. Machst du nochmal langsam. Er dribbelt und der Crossover muss so tief sein, dass er unter der Hand durchgeht. Weil gute Verteidiger werden da eine Hand haben. Oder sie werden euch versuchen, den wegzunehmen. Das heisst, ihr müsst schauen, dass ihr da unten durchkommt. Das heisst, schaut auch, dass ihr genug in den Beinen unten sind, oder? Dass ihr euch gut bewegen könnt, gut stabil sind. Und der nächste Schritt ist auch sehr wichtig. Sein zweiter Schritt wird an mir vorbei sein. So nah wie möglich. Dass ich nachher keine Chance mehr habe, an ihm vorbeizukommen. Genau das gleiche Prinzip haben wir da nachher. Er schlägt den ersten Verteidiger, es kommt den zweiten. Er macht wieder einen In-and-Out und schlägt mich da näher an mir vorbei und geht zum Layup. Machen wir das mal. Lange, glaube ich, zweimal oder so, oder? Du musst nicht Fullspeed. Up, genau, schön tief, In-and-Out, boop. Und Layup. Perfekt. Ja, machen wir nochmal. Machen wir noch einen auf die andere Seite. Hopp, sehr tief, easy, in and out und Layup. Genau. Und was ganz wichtig ist, darf ich mir schnell den Ball? Ich habe vorher die ganze Zeit, wo die Handlings gemacht haben, irgendwas von Control Dribbling geredet. Und das ist das wichtigste Dribbling, was es gibt, weil viele können den Crossover machen, aber kommen da nachher nicht vorwärts. Das heisst, wichtig ist, dass ihr da das Dribbling könnt setzen. Dass ihr da nicht irgendwo da oben sind oder irgendwo da, sondern es muss ein Crossover sein. Ihr müsst früher können in die Richtung pushen. Dass ihr da nachher wieder schon nach einem Schritt ready sind für eine nächste Bewegung. Weil da könnt ihr theoretisch alles Mögliche sonst machen, was wir vorgeübt haben. Das heisst, wir werden wirklich tief sein. Tief, da wieder. Und dann, dass ihr da könnt, weiterhin tief bleiben und Layup machen. Machen wir mal noch einen. Genau, er hat den Ball sehr früh wieder in der Hand. Perfekt. Er hat nie ein Problem gehabt, dass er den Ball verliert. Und so wird er auch einfach können, dass sie die nächste Crossover sind. Und dann kannst du mal einen auf die andere Seite machen. Sehr schön tief, der Innen-Out ist da, auch nie ein Problem, kann den Ball zu verlieren. Easy, gut. Noch einen und dann gehen wir in den nächsten. Er macht da einen Crossover. Wie wir es vorher eigentlich geübt haben, dass wir relativ tief dabei sind, wir gehen tief unten durch, Control-Dribbling da. Wir werden näher an dem vorbeigehen. Wir kommen auf den zu und das ist ganz wichtig jetzt da, dass wir da die Möglichkeit haben, alles zu machen. Ich könnte da theoretisch 3-4 Crossovers hintereinander machen. Aber wenn ihr irgendwie so schon da steht oder irgendwie ein Problem habt mit dem Dribbling da, weil es irgendwo da hinten ist,
könnt ihr da nichts mehr machen. Was macht ihr, wenn da der Defense steht? Das heisst, euer Ziel muss wirklich sein, mit einem Schritt können, den Ball wieder so zu haben, dass ihr alles machen könnt. Theoretisch ist es auch ein Wurf da, man weiss es nicht genau. Darum ist es ganz wichtig, wenn ihr euch jetzt das anschaut, vom Footwork her, wir können es langsam, wir haben da, zack, Control Dribbling vorwärts. Ich komme da, ich bin da wieder parallel zum Korb mit den Füßen. Ich kann alles machen und gehe dann zum Korb. Das einfach noch für einen anderen Winkel. Jetzt, kannst du gerade da unten bleiben, machen wir einfach genau das Gleiche mit zweimal zwischen den Beinen. Es funktioniert genau gleich, wir wollen hier einen extrem tiefen Crossover haben. Zack, und wir machen da zwischen den Beinen zweimal und gehen nachher in die Mitte für den Layup. Genau, er hat ein Dribbling, hat einen Schritt gehabt zwischen den zwei Töckeli und hat können einen nächsten Move machen. Machen wir zwei da, also einen da und zwei dort. Ich mache so Schaubitz mit. Wo ist mein Ball? Ich mache so Schaubitz mit. Dann muss er nicht alles machen. Easy, Bub, genau. Er hat das wieder perfekt gemacht. Er hat hier einen kleinen Hüpfer davor gehabt, dass er Speed bekommt aus dem raus. Fußstellung macht das, Bub. Wir gehen vorwärts, da sind wir auch wieder so. Ready for a shot, haben wir keine. Wir gehen in die Mitte und machen den nächsten Layup. Das ist ganz wichtig. Jetzt, werdet jetzt gerade sehen, warum. Die Steigerungsform von dem ist zum Beispiel, ihr kommt hier hin, macht einen Crossover und da macht ihr zweimal zum Beispiel. Was eine sehr gute Steigerungsform ist, aber wenn ihr dort nicht offen sind, wie wir es jetzt geübt haben, werdet ihr da nicht in den reinkommen, wenn ihr da sind. Die werden irgendwie so sein. Irgendwie so, darum sehr wichtig, offen zu sein. Zack. Und die Übung haben wir ja vorher gemacht, einzeln. Machen wir das mal, zweimal. Ich mache einen links, du machst einen rechts. Du musst nicht mega schnell machen, du musst einfach nur... Hopp, bup, bup, genau. Auch wieder sehr schön gesehen, er macht da einen sehr schönen... Er kommt mit einem Dribbling, kommt da hin, hopp. Und wir können gerade weitergehen. Das heisst, für ihn ist es easy, den ganzen Platz da mit einem Dribbling aufzubrauchen. Und das ist sehr wichtig, weil ihr müsst da dran vorbeikommen. Das heisst, ich stehe mal schnell da. Mach's nochmal. Er gibt mir keine Chance, da irgendwie hinten anzukommen. Und das ist der ganze Punkt von dem. Jetzt machen wir das Letzte. Der dritte Crossover, den wir hatten. Wir machen behind the back. Genau das Gleiche wieder. Wir kommen da hin. Wir versuchen tief den Ball zu haben. Da, tief. Genau das Gleiche da. Bup. Und gehen in den Layup. Genau, sehr schön. Er hat nicht sehr, sehr schön vorgelegt gehabt. Das ist auch noch das Detail, das ihr könnt vielleicht schauen könnt. Er hat das extrem gut gemacht da. Push. Und ist gerade unter dem Korb gewesen. Machen wir noch einen. Ich mache schon mal einen auf die andere Seite. Machst zweimal behind the back, wenn möglich. Zweimal. Wir haben den ersten. Bap, easy. Bup. Ohne Dribbling sogar. Perfekt gewesen. Wir haben wenig Dribbling, wir haben sehr viel Effizienz. Wir gehen zack. Eins Dribbling, hopp. Und sind gerade im Kopf. Wenn ihr denn das könnt, wenn ihr das könnt, könnt ihr das irgendwie zusammenbauen. Das sind die Lego-Steine, die wir vorher gemacht haben. All die Crossover könnt ihr zusammenbauen, wie ihr wollt. Ich gebe euch vielleicht ein Beispiel, noch, wie das anders aussehen kann. Dann machen wir das, was wir vorher gemacht haben. Wir machen das da und machen dann so Zeugs. Das ist alles so Zeugs, das ihr nachher könnt üben könnt. Wenn ihr die einfachen Crossover könnt. Hast du sonst mal noch irgendeinen anderen, einfach einen doppelten, zweimal doppelt machen? Zweimal doppelt, genau. Und dann haben wir auch nochmal doppelt. Irgendwas, es kommt eigentlich nicht so drauf an, das könnt ihr dann ein bisschen selber kreativ sein, wie ihr es machen wollt. Oder dann auch zweimal behind the back. Und dann ein bisschen Layout machen. Was dann dazu kommt natürlich ist noch, das Ganze wird ein bisschen schneller müssen sein, als wir das jetzt machen. Aber zum Üben ist es sicher mal keine schlechte Sache, wenn ihr nicht zu schnell geht. Sobald ihr ein bisschen Kontrolle habt, geht ihr dann. Bup. Genau, wunderbar. Und da gibt es jedes verschiedene Zeug. Sie können auch ganz einfache Sachen machen, wie Double Front. Hoppa, oder nochmal Double Front. Haben wir vorher alles geübt. Und das ist dann die Umsetzung von dem Ganzen. Thank you.
hast gar nicht. Hallo, hast du uns gesagt? Ich bin nicht aufs Internet, musst keine Angst haben. Das sind alles geheime Sachen. Nur zwei, drei Sachen. Hast du etwas zu verbergen? Ist das alles und jedes, alles. Staatsgeheimnis? Staat, mindestens. Oh. 40 Giga, mindestens. Geile Dings gesehen. Horse. Ich zeig das gerade fast kaputt.